Moin zusammen, hallihallo, hier ist wieder der Uwe aus dem Zahlertal. Ja, gestern im Video habe ich ja gesagt, was wir so gestern alles gemacht haben. Das ist auch alles soweit erledigt. Ja, und heute, ich habe ja gestern gesagt, ich will da hinter mir fräsen. Also ich drehe mich mal, da ist er wieder, der Müllhaufen. Ja, aber sie gestern noch die Wurzel weggemacht und dann wollte ich fräsen. Jo, so war der Plan gestern. Aber, und jetzt gehe ich mal näher, ich habe hier gearbeitet und habe dann so im so Laufen hier festgestellt, huch, da ist irgendwie noch so ein kleiner Stein im Boden. Den hole ich doch gerade mal raus. Ja? Und jetzt zeige ich euch mal, als was sich dieser kleine Stein entpuppt hat. Ich schwenke mal hin. Das ist dieser kleine Stein. Also hier eine riesengroße alte Brunneneinfassung. Also hier war mal früher, in früheren Zeiten, der Brunnen dürfte, ich sag mal so, Ende der 90er verschüttet worden sein und auch hier oben abgetragen und ein bisschen Erde drüber. Und ich habe tatsächlich hier vorne so, dieses kleine Stückchen, hier vorne das, habe ich so gesehen und dachte halt, das wäre so ein normaler Stein, der da liegt. Jo, dann habe ich gebuddelt, natürlich mit Hilfe von ihm hier, von Franzl. Ja, wir haben ihn getauft, das ist Franzl. Ja, habe ich gebuddelt und habe dann das Teil hier freigelegt, natürlich mit Spaten und Spitzhacke, schön alles freigelegt. Ja, und gut, dass ich das, dieses Teil hier vorne gesehen habe, weil wenn ich da mit der Fräse drüber wäre, wäre es um die Fräse geschehen, weil das hätte sie nicht geschafft und dann wäre mit Sicherheit irgendwie was kaputt gegangen. Also von daher alles gut gemacht. Jetzt haben wir noch überhaupt, oder ich habe so die Idee gehabt, naja, ich könnte diesen alten Brunnen ja wieder nutzen, aber das neu abzuteufen ist einfach unmöglich, unfassbar teuer. Ich weiß auch nicht, wie tief das Grundwasser hier ist und das können locker 100 Meter sein. Ich tippe hier eher so auf vielleicht 20, 30 Meter. Auf der anderen Seite vom See, also hier hinter mir, da hat jetzt, habe ich ein Video gesehen, hat einer einen Brunnen abgetäuft, 105 Meter tief. Viel Spaß dabei. Naja, heute geht es auf jeden Fall hier um diesen Apparat, das wird weggemacht und ich habe mir dann dankenswerterweise Steffen von einem Freund hier diese Spezialmaschine ausgeliehen. Die habe ich auch nur heute. Die geht morgen wieder zu ihm zurück. Das heißt, weil er baut nämlich auch bei sich am Grundstück. Und ja, dann habe ich mir das gestern ausgeliehen. Heute, jetzt gleich geht es hier dran. Und dann schauen wir mal. Ja. Ich werde mich dann, wenn ich dabei bin und fertig bin, nochmal euch dazu holen. Also, bleibt dran. Ich sagen, haben wir jetzt irgendwie so 6, 27 Grad. Hier geht kein Wind hier hinten und ich bin in der Sonne. Also so muss das sein. Sonst macht das keinen Spaß. Ja, aber ich habe es fast fertig. So, Leute. Fertig. Also. Der Beton ist weg und jetzt werde ich dann hier das noch mit dem Traktor wegfahren. Und dann habe ich ja hier hinten überall, da sieht man so ein bisschen da und da überall, da hinten ist auch der ganz große Haufen, ja, die Erde noch liegen. Und ja, und die kommt dann hier rein, wird auch hier auf dem gesamten Areal, also hier auch verteilt. Fräse ist bereits angebaut und dann wird hier gefräst. Ja, und dann ist, denke ich, der Abend schon wieder erreicht. Ne? Ich melde mich nachher nochmal, wenn ich soweit fertig bin. Also bis gleich. So Leute, jetzt haben wir es. Ist schon Abend. Wir haben gerade Abend gegessen schnell. Und ja, jetzt will ich nochmal kurz zeigen. So schaut das jetzt aus. Ich gehe mal hier hin. Das ist jetzt nur das erste Mal gefräst.
Also da fahre ich mit dem Striegel noch mal drüber, weil man sieht ja, hier ist noch ein Loch. Das wird dann alles mit dem Striegel schön verteilt. Ganz hinten muss ich dann also da hinten hinter den Bäumen muss ich noch mit der kleinen Fräse durch, damit ich auch da hinten das ordentlich ist. Ja, wie gesagt, dann striegeln. Und dann geht es hier um die Ecke, also hier das Grün muss ja auch noch gefräst. Da kommt noch der Drahtabfall weg. Und damit also hier das hier auch noch entsprechend so gefräst bis da hinten hin zum Baum. Und dann wird hier also hier auch noch bis hier hin, ne, bis hier ungefähr so, ups. Also das wird auch alles gleich mit erledigt, gefräst, gestriegelt. Damit gehe ich mit der Kreiselecke drüber und dann können wir den Rasen einsehen, der dann irgendwann mal wächst. Ja, und ab hier, ja, werde ich nicht viel machen, denn da kommt der Schuppen ja hin und da braucht man keinen Rasen. Außerdem ist er eh immer noch, da ist er noch, der Müllhaufen, der muss eh noch weg. Und dann wird das hier auch hier alles noch, das wird noch weg und die Dinger weg und dann wird dann hier noch das Beet vergrößert. Weil da soll ja noch ein großes Erdbeer- und Spargelbeet hin. Das ist hier noch gar nicht vorgesehen. Ja, das ist eigentlich alles. Das ist das heutige Tagwerk. Wir haben jetzt, glaube ich, 7 Uhr oder so. Wie gesagt, gerade Abend gegessen. Und jetzt wird noch die Fräse sauber gemacht. Ja, ich muss mir die mal angucken. Da hat ein Lager vielleicht einen weggekriegt. Ich bin einmal ganz heftig, diesen Balken hier, den Apparat, den hatten die Vorbesitzer da reingelegt in den Erdboden und ich bin dann mit der Fräse voll drüber. Ich habe den absolut nicht gesehen und auch nicht damit gerechnet, dass da so ein Balken ist. Und dann ist es passiert, es hat ordentlich gerumst und wahrscheinlich, gucken wir mal hier rein, so hier. Dieses Lager hier hat gequietscht. Ja, quick, 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 quick. Und ich habe also hier schon da durch den Fettnippel habe ich also schon Fett reingepresst. Richtig ordentlich viel Fett. Und das hat dann wieder aufgehört. Ich werde aber jetzt das ganze Ding hier reinigen. Also man sieht da ziemlich viel Dreck. Ich werde das sauber machen und dann werde ich mir das Lager mal angucken. Vielleicht hat es einen weg und dann kommt ein neues rein. Das ist das Schöne mit so einer Semi-Profi-Technik. Man kommt halt überall dran. Man kann alles abschrauben und dann passt das wunderbar. Jo, der wird auch noch sauber gemacht. Ja, und Premiere, schaut. Er hat die 50 Stunden voll. Theoretisch müsste man ihn jetzt stehen lassen, Service machen. Ja, also Ölwechselservice und Hydrauliköl und so Sachen werden gewechselt. Ich habe also schon mit dem Servicebetrieb in Graz Kontakt aufgenommen. Ja, in Graz, nicht hier in Ungarn, weil der kommt ja auch aus Graz. Ja, ich kann es ja noch mal kurz. Ja. Selber gekauft bei dieser Firma, muss ich sagen, mega gut. Und muss ich sagen, also und da mache ich auch diesen Service. Und der nächste ist erst bei 200 Stunden. Das braucht er wieder ein bisschen. Jo, das war das heutige Tagwerk. Nochmal kurz so ein Blick in den Garten. Und dann da hinten in die Sonne. So, das war's erstmal hier von diesem heutigen Tag, was eben den Brunnen anging. Der ist jetzt absolut Geschichte. Ihr habt es gesehen, es sind nur noch Kleinteile auf dem Anhänger, wird nächste Woche weggefahren. Ja, und dann geht es dann da hinten dann ja mal los mit Einsehen, weil da kommt nämlich dann der Pool hin. Also ist ein Aufstellpool, so ein kleinen, also nichts Dolles. Ne? Alles klar, dann würde ich sagen, bleibt wie ihr seid, habt viel Spaß, ne? Bis zum nächsten Mal. Euer Uwe aus dem Zahlertal. Ciao, ciao.